A long time ago in a galaxy far, far away. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars! Krieg der Sterne oder Sternenkriege. Eine zerbrechliche Hoffnung. Eine fragile Hoffnung. Es ist eine Zeit der Bürger, des Bürgerkriegsraumschiffe der Rebellen von einer versteckten Basis angreifend, haben ihren ersten Sieg gegen das galaktische Imperium errungen. Während des Kampfes gelangt es Spionen der Rebellen, die geheimen Pläne für die ultimative Waffe des Imperiums, den Todesstern einer gepanzerten Raumstation mit genug Feuerkraft, um einen Planeten zu zerstören, zu stehlen. Der Imperator schickt Starkiller, den Sith-Assassinen, der Darth Vader vernichtete, nach Tatooine, wo die Pläne ausfindig gemacht wurden, bevor die Rebellenallianz der Galaxis ihre Freiheit wiedergibt. Sie noch keinen Erfolg hatten beim Verfolgen ihrer Ziele, mein Lehrling. Nein, mein Meister. Wie ich es erwartet habe, Sie werden zum Palast von Jabba dem Hutt weitergehen. Seine Spione sind die einzige zuverlässige Quelle auf diesem Schandfleck eines Planeten. Er wird wissen, wo wir die Droiden finden. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Meister. Wir werden ja sehen. Dringen Sie in den Palast von Jabba dem Hutt ein. Okay, und damit herzlich willkommen im nächsten Abschnitt von The Force Unleashed, dem nächsten alternativen Level. Und zwar befinden wir uns jetzt hier wieder als Darth Starkiller. Wie gesagt, nach dem bösen Ende, nachdem wir beschädigt worden sind und nun der Schüler vom Imperator sind. Darth Vader ist tot. Luke Skywalker haben wir als Schüler aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob das Level hier chronologisch vor Hutt, dem Eisplaneten, spielt oder danach. Wie dem auch sei. Mein Lord, hier ist Captain Barriss. Der Imperator hat mich angewiesen, Ihnen bei Bedarf zu helfen. Also gut, Captain. Fahren Sie fort. Jawohl, mein Lord. Scheinbar haben sie bereits die Javas entdeckt. Scheußliche Kreaturen. Boah, das sieht echt mega cool aus, also muss ich schon sagen. Voll in Pose gestellt. Okay, und wir befinden uns auf einem neuen Planeten Tatooine. Entfernen Sie den Sandkriecher, der die Brücke blockiert. Boah, die Javas. Auf dem auch schon... Oder auf dem Luke ja lebt. Beziehungsweise gelebt hat. Wow. Okay, das Lichtschwert kommt irgendwann mal wieder an. Da ist es. Sehr schön. Und wir gehen jetzt zu Jabba, dem Hutten. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ich kann schon mal sagen, das wird wieder sehr spaßig. Wie gesagt, mir gefallen diese Extra-Level. Die finde ich mega cool. Wow. So. Weg mit dir. Die fliegen echt gut, ne?
So. Ich sehe mir hier immer so gerne die Gegend an. Na? Ach, da oben. Alter, die Geräusche von denen. Ja. Oh. Was zum Teufel, ey. So, komm. Hallo? Mein Lichtschwert, mein Lichtschwert! Okay, mein Lichtschwert hängt fest. Okay, das ist wieder. Okay, wie kriege ich jetzt den Sandkriecher zur Seite? Ah ja. Ach du Scheiße. Na, der stand auch sehr ungünstig an der Schlucht. Juhu, dringen Sie in den Palast von Jabba dem Hutt ein. Oh Mann, das ist so bescheuert, wenn die hochfliegen. Ich finde das einfach so geil. Okay. Ah ja, übrigens, wir tragen einen neuen Dress, der so ein bisschen an die Gegend angepasst ist. Das ist auch sehr cool. Also, wie gesagt, es gibt sehr viele Versionen von seinem Sith-Assassinen-Panzer, den er anhat. Und wie gesagt, ich finde den Panzer einfach richtig, richtig cool. Also auch Darth Vader zum Beispiel, auch den seiner Panzerung, seinen Lebenserhaltungsanzug, der ist natürlich schon Kult. Da sind Sandleute. Ey, 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 ey. Oh, fuck. Was macht denn der da oben? Trifft den nicht. Sag mal. Tuskenräuber. Und das war's auch mit ihm. Ja. Okay. Wir lassen ihn mal, den Herrn. Wow. Okay. Wow. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Boah. Hey, da sieht man sogar zwei Sonnen. Weil auf Tatooine gab es mehrere Sonnen. Cool, dass du das... Das mag ich einfach, dass solche Details beachtet werden, weil hier ist einmal eine Sonne und da ist auch nochmal eine Sonne. Deswegen mag ich so, die ganzen Details, das ist echt cool. Da waren einfach Star Wars Fans am entwickeln. Okay. So. Das sind wir bei Jabba. Mal sehen, ob wir den überzeugen können. Ich weiß gar nicht mal, was wir über den machen. Aber dann sind das Sicherungssystem der Palasttür, wow. Weil die Rebellen haben ja die Pläne für den Todesstern, ne? In dem Sinne. Ja. Ja. So. Und das hier noch. Ups. Treffen Sie sich mit Jabba dem Hutt. Jabba dem Hutt. Eindringling, Sie kommen her, um zu stellen. Wachen, tötet ihn. Ich hab's mal kurz nachsynchronisiert. Ah ja, cool. Die komischen Schweine hier. Also es sind ja echt Schweine, glaube ich. Cool. Einmal gefehlt. Pam. Für unglaublich hat er drei Worte gebraucht. Das ist auch schön. In der Sprache, die sie sprechen. Wow. Au. Alter. Was ist los bei dir? Pass mal auf. Mit deiner komischen Axt. Kann Leuten wehtun. Na. So. Die stecken aber echt gut ein, muss man sagen. Jetzt muss ich mich kurz an der Nase kratzen. Natürlich schon wieder ein Levelaufstieg. Ich habe ja nicht schon alles freigeschaltet. So. Tja,
Ich weiß gar nicht, weil noch stärker werden wir dann nicht, ne? Mit den, also mit Levelaufstieg alleine bringt uns ja nix, oder? Oder nicht? Oder doch? So. Der eine ist, glaube ich, gerade in die Wand reingebackt. Aber gut. Mich stört's nicht. So, leg dich mal hin. Gesundheitsentzugsaura. Hier ist auch nichts. Nee. Hey, ist da noch einer? Ja, nachdem ich deine ganzen Männer getötet habe. Na klar, doch. Ist hier noch was? Nee. Okay, dann komme ich mal runter. Da ist bestimmt keine Falle oder so. Nee. Glaube ich nicht. Der allmächtige und gütige Jabba würde gerne... Manu Wanchi Kurba, du da Schiedskan. Das Imperium sucht nach zwei Droiden, Astromech und Protokoll, die zusammenreisen. Sie werden für jede Information entlohnt, die ihre Spione liefern können. Ano Droidan Tatooine, Makuna Shirakta Lopach. Sir, Garinden berichtete, dass er zwei solcher Droiden in Mos Eisley gesehen hat. Master! Lach du nur, du schleimiger Fettsack. Ups. Oh. Ja, wir dürfen mal wieder gegen den Rancor kämpfen. Ich freue mich. Die Kämpfe gegen die Rancors fand ich immer recht geil. Ja, und ich denke, die meisten dürfen sich daran erinnern. In Episode 6 ist ja was Ähnliches passiert, ne? So, aber diesmal erledigen wir ihn mit eigenen Händen. Jabba's Rancor. Rancor müsste da wahrscheinlich stehen. Rechtschreibfehler. Oh. Da haben wir ihn schon. Und so. Lang ist's her. Das war's auch mit ihm. Okay, damit hätten wir das Haustier von Jabba erledigt. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier rauskommen. Hier wäre nochmal unbegrenzte Energie. Haben wir jetzt auch nicht gebraucht. Aha. Wow, vorsichtig. Können wir irgendwie die Wand lockern? Was uns das jetzt bringt, weiß ich nicht. Hätte ihn wahrscheinlich irgendwie mit Steinen bewerfen können, aber... So, da ist gerade mal wieder das Spiel abgestürzt. Ist ja nichts Neues. Ich mach den nochmal schnell fertig, ne? Ist ja gut, großer. Moment, wir holen uns hier mal kurz die Unverwundbarkeit. So. Na, Freundchen. Moment, ich mach den nochmal schnell fertig. Dann kann ich nochmal kurz erzählen. So, der sollte ja nicht wirklich eine große Herausforderung für uns darstellen. So, Moment, wir können aber auch mal ein paar Steine auf ihn werfen. Oder uns hier mal unendliche Macht holen. Wow, feuchtig. Nein, komm schon. Jetzt komme ich da nicht hoch. So, schnell weg. Komm ran, Freundchen. So, das war's dann auch gleich mit ihm. So. Jo, Rancor. Sind schon cool, die Kämpfe. So. Und das war's dann auch mit dem. Okay. Ja, Jabba's Haustier ist mal wieder kaputt. So, was ich erzählen wollte. Das Spiel hat sich eben wieder minimiert, wieso auch immer. Dann bin ich wieder ins Spiel rein und dann ist es abgestürzt. Warum denn eigentlich auch nicht, ist mir jetzt auch egal. Wir sind ja eh bald mit dem Spiel durch. Das ist so merkwürdig, dass das immer wieder abstürzt. Also ich verstehe das nicht.
Zweimal hatte ich auch einen Bluescreen, das ist sehr komisch. Das hält uns jetzt aber auch nicht wirklich auf. So, das war's mit dem. Jetzt. Ja. Okay. Komm schon, komm schon. Pam. So, ich hätte mal gerne wieder ein bisschen mehr Macht. Okay. Weg mit dir. Der ist schon tot. So. Ah ja, stimmt. Hieran erinnere ich mich sogar noch. Also, so grob weiß ich natürlich noch alle Level, aber jetzt kommen so langsam wieder die Erinnerungen an das Level hier. Na, ihr Süßen. Oh. Das ist ja putzig. Java, Gefangener. Ich meine, wir sind jetzt eh schon Badass, also dann töten wir auch einfach Unschuldige. Ist ja auch egal. Oh. Gefangene Wookies. Das ist ja auch schon länger her. Ach, die haben... Wo haben sie denn die her? Naja gut, Jabba hat ja... Lässt ja einige Leute immer gefangen. Jetzt frage ich mich, kann ich eigentlich bei dem auch diese eine Kombo da einsetzen? Na, wenn er... Ah ja, Tatsache, geht auch. So. Und der hier noch. Okay, sehr gut. Dann geht's auch schon weiter. Flüchten Sie nach Mos Eisley. So, und jetzt, man speichert mal kurz zwischendurch. Jetzt würde ich gerne mal wieder mein Kostüm wechseln. Ja, das würde ich jetzt nochmal gerne machen. Ich weiß, tut mir leid, aber ich kann nichts tun. Ich will einfach mal hier die Kostüme durchprobieren. So, Anakin Skywalker würde ich natürlich auch mal gerne steuern. Boah, Darth Cyan sieht natürlich auch cool aus. Jedi Ritter Luke Skywalker. Also kennen wir ja hier schon alle. Hier, Sith Attentäter, Panzer des Dunklen Lords. Die sehen natürlich auch alle echt sehr cool aus. Darth Maul, genau, dunkler Schleichpanzer. Ich war der Meinung, Darth Vader kann man auch noch irgendwie steuern. Schade, dass der hier nicht als Kostüm an sich vorhanden ist. Ja, eine provisorische Ausrüstung, die den Träger vor den rauen Bedingungen der weiten Tatooines schützen soll. Schützende Ausstattung wurde von ansässigen Wüstenbewohnern geplündert. Ach so. Ich nehme jetzt aber eine meiner Lieblingsausrüstungen. Und zwar die hier. Kybernetische Rekonstruktion. Eine noch extremere Form des Sith-Schleichpanzers, die den Schüler fast gänzlich in einen biomechanischen Albtraum verwandelt. Und ich muss sagen, der sieht einfach nur fucking gruselig aus und richtig, richtig cool. Und deswegen steuern wir den jetzt einfach mal, weil der hat mir, also ich finde den Sith-Schleichpanzer, den finde ich schon mega cool. Und das ist jetzt nur mal eine Abwandlung von dem. Und der sieht natürlich auch richtig cool aus. Muss ich einfach sagen, es sieht einfach richtig badass aus. So, wenn der Ladebildschirm irgendwann mal wieder vorbei ist. Will ich mal hoffen. Ist aber echt schlimm, wie lange die hier brauchen. Das ist echt ein bisschen eklig. Also hätte man ruhig mal optimieren können. Da ist er! Okay. So, ich glaube, sind das seine Lungen? Seine Lungen sind da irgendwie in diesen Kapseln da drin. Sind das seine Lungen? Seine Nieren? Sein Herz ist auch nochmal da drin. Ja, oder? Na gut, ich meine, die Lungen sind normalerweise nicht am Rücken, aber seine Haut ist irgendwie abgeflattert. Oh, guckt euch das an. Das sieht einfach WTF. Ich meine, hat irgendwie was von Terminator. Ich meine, stellt euch das vor, der arme Starkiller. Früher war er noch ein ganzer Mensch und jetzt, das, also ich meine, so würde ich nicht leben wollen. Ich glaube, der ist noch mehr Maschine als Darth Vader jetzt. Ich meine, das ist ja... Seine Lungen, sein Herz und sein Gehirn sind irgendwie noch so konserviert. Und ein bisschen seine Haut ist noch übrig. Das ist richtig ekelhaft, aber das sieht einfach nur richtig badass aus.